Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Ganz genau. Und heute werden wir gemeinsam die Nebenquest wahrscheinlich beenden oder zumindest zur Hälfte beenden. Ganz genau weiß ich das noch nicht, weil ich nicht genau weiß, welche Aufgaben uns erwarten. Aber ich werde das Nebenevent beenden, Leute. Wir haben jetzt noch ganz knapp, Moment, etwas mehr als eine Stunde Zeit. Das ist natürlich ein echt knapper Zeitplan, aber wir haben nur noch einen einzigen Teil zu machen. Und deswegen denke ich, sollte das eigentlich möglich sein. Und wir versuchen es einfach mal. Und ja, wir haben keine Zeit zu quatschen, Leute. Wir starten direkt. Los geht's. So, dafür müssen wir jetzt als allererstes mal den guten Filch einen Besuch abstatten, weil er uns ja sagen kann, welcher Streich am schlimmsten ist, weil er ja alle, ja, am eigenen Leib erfahren durfte. Und ich bin mal sehr gespannt, was das jetzt mit sich bringt. Filch ins Boot holen. Okay, also die Frage, ob er immer noch frisch aus seinem Büro treiben muss, hat sich damit auch geklärt. Ja, hallo Filch. Was wollen Sie? Noch eine mit Fröschen verstopfte Toilette? Nein, Sir. Oder vielleicht ein unschuldiges Glas Butterbier, das ich trinken soll? Nein, Mr. Filch. Sir, Mr. Filch, man sollte meinen, Sie hacken was aus. Besonders Sie, Tonks. Ja, aber nein. Nun ja, diesmal brauchen wir Ihre Hilfe. Bei was? Jemand anderem einen Streich zu spielen, Sir. Und wir dachten, Sie wären in dieser Hinsicht ein Experte, da Sie ja, da Ihnen schon ein paar Mal ein Streich gespielt worden ist. 349 Mal. Oh, das ist natürlich eine Menge. Also, jetzt können Sie Filch gebrauchen, hm? Interessant. Nun gut, ich höre mir Ihr Problem an, das wird Sie aber was kosten. Zunächst müssen Sie mein Büro aufräumen. Hier gab es einen Froschplage und es sieht furchtbar aus. Damit haben wir nichts zu tun, Mr. Filch. Dennis, meine Kröte, hat auch nichts gesehen. An die Arbeit! Ja, geil. Erstmal Filch jetzt hier alles aufräumen, das macht Spaß, Leute. So, also ich muss ja sagen, ich versuche ja immer, jedem in Hogwarts Mystery eine eigene Stimme zu geben, weil, ja, Rufus Beck ein Vorbild von mir war und ich das auch cool finde und es natürlich auch das Let's Play ein bisschen, ja, irgendwie besser gestaltet, finde ich. Also mir persönlich ist das sehr wichtig, aber ich muss dazu sagen, die Stimme vom Filch ist auf jeden Fall am anstrengendsten, weil einem sehr schnell die Luft ausgeht und diese komische, krächzende Stimmlage, die ist so schwer zu halten, finde ich. Also geht vielleicht anderen anders da, ne? Ist ja immer abhängig von der Person, aber Filch ist tatsächlich meine ungeliebteste Sprecherrolle und Folgen, wo viel Filch drin vorkommt, sind nicht immer so einfach. Ja, ohne dass ich mich jetzt hier irgendwie ausheule oder so, ne? Also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. So, ansehen und dann nochmal auf Mrs. Norris rumtippen und damit haben wir die Aufgabe gemeistert. Haben wir? Ja, haben wir. So, einsammeln. Wir sind fertig, Mr. Filch. Gerade so akzeptabel. Nun, dieser Streich. Wer ist das Opfer? Rita Kimcorn, Sir. Sie steckt ihre Nase überall an Hogwarts rein. Überall an... Heißt das nicht in Hogwarts rein? Und schon wieder der nächste Fehler. Hogwarts Mystery, du bleibst deinem Motto treu. Jede Folge mindestens ein Grammatikfehler oder Rechtschreibfehler. Toi, toi, toi. Ja, für reißerische Artikel, selbst wenn sie nicht wahr sind. Rita hat mir gegenüber sogar ihren guten Riecher erwähnt, was Artikel angeht. Meinen guten Riecher, hm? Ich habe noch nie viel von ihr gehalten. Ich habe da etwas, das helfen könnte. Etwas, mit dem sie verscheuchen könnten. Toll, danke. Und was? Nicht so schnell. Seien Sie nicht so gierig, kleiner Rotzbengel. Ich werde Ihnen Bescheid geben, wenn die Zeit dafür da ist. Wie können wir Ihnen vertrauen? Klingt für mich in Ordnung. Ja, Ihr Vertrauen bei Filch ist auch so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber Sir, wie können wir Ihnen vertrauen?
Hier, schon wieder! Aber Sir, wir können... da wird man behindert im Kopf, wenn man das immer vorlesen muss. Und das verwirrt voll. Der zweite Fehler. Und die Folge ist noch nicht mal 5 Minuten alt. Vielleicht können sie das. Leicht aber auch nicht. Das macht mir ein wenig Angst. Also, wir planen unseren Streich. In der Regel tun sich die Streichespieler nicht mit dem Opfer zusammen. Tulip und ich haben Daniel in der Kunst des Streichespielens Nachhilfe gegeben. Hätte ich jetzt vielleicht nicht so vor Filch gesagt, ehrlich gesagt. Jetzt übernehme ich besser die Nachhilfe. Wir treffen uns im Korridor. Okay. Streichnachhilfe mit Filch, alles klar. Über Streich reden. Ich warte im Korridor auf Sie. Ich möchte mit Ihnen reden. Ja, Filch. Ja, dann los geht's, würde ich sagen. So, ab in den Korridor und über Streiche reden. Oh, Tonks ist da schon. Sieht ein bisschen verwirrt aus. Und da ist Filch mit Mrs. Norris. Hallo! Sie sagen also, Sie haben versucht, die Sarita Kimcon-Streiche zu spielen? Und es hat nichts genützt? Die Streiche selbst haben keinen Erfolg gezeigt. Die Ergebnisse? Enttäuschend. Daniel hat sogar lustige und unheimliche Scherzartikel ausprobiert. Aha. Und was ist Ihnen lieber, die lustigen oder die unheimlichen? Die lustigen, furchterregend, keine Präferenz. Ich finde die furchterregenden irgendwie cooler. Es geht ja hier um Rita Kimcon. Dann würde ich die furchterregenden nehmen. Mir sind die unheimlichen lieber, die ein wenig Angst machen. Sie haben vielleicht gehört, dass die Bibliothek heimgesucht wurde. Das waren Sie, nicht wahr? Wissen Sie, wer die ganzen Bücher hinterher aufräumen musste? Madame Pince? Raten Sie nochmal. Möchten Sie wissen, welche Scherzartikel meiner Meinung nach am besten funktionieren? Ja. Nein? Ist das eine Falle? Vielleicht sollten Sie mir besser sagen, welche Scherzartikel Sie bislang ausprobiert haben. Ja, dann machen wir das mal, Leute. 3 Stunden, let's go! So, ja, ihr merkt, glaube ich, schon, ich halte mich tatsächlich ein bisschen ran, Leute, weil, ja, 1 Stunde 19 Minuten hatten wir am Anfang der Folge nur übrig, um das Event abzuschließen. Ich habe das wirklich am allerletzten Tag jetzt durchgerusht und, ein bisschen Sorge, dass mir die Zeit am Ende einen Strich durch die Rechnung macht, was echt scheiße wäre, weil ich mir jetzt wirklich sehr viel Mühe gegeben habe und sehr viele Edelsteine dafür geopfert habe. Also bitte, 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 Hogwarts Mystery, mach mir das jetzt nicht kaputt. Ich will dieses Event schaffen, nicht mal unbedingt für die Mütze, sondern einfach nur, damit ich meinem Versprechen treu bleibe, dass ich ein Event nur anfange, wenn ich es auch zu Ende bringe. Ich meine, ich habe es ja jetzt fast geschafft, aber noch nicht ganz. Oh nein, keine Energiepunkte mehr. Ja, da müssen wir uns doch nochmal welche gönnen. So. Und reicht das? Komm schon. Nein. Auf 5, das ist scheiße. Oh nein, ich kann nur 5 nehmen. Das ist so dumm. Jetzt brauche ich 4 Stück umsonst. Naja, macht man nix. So, damit haben wir auch diese Aufgabe geschafft. Einsammeln. Was meinen Sie, Filch? Beeindruckend, oder? Wir dachten, Sie würden genug Eindruck machen, um Rita daran zu hindern, Jacob und mich mit den Flüchen an Hogwarts in Verbindung zu bringen. Bei Zongo gibt es nichts, das schlimm genug wäre, um Rita Kimcon abzuwimmeln. Auch fliegende Bücher reichen da nicht. Glauben Sie mir. Was reicht denn aus, um Rita Kimcon daran zu hindern, diesen Artikel über mich weiterzuschreiben? Nur der größte Streich von allen. Sie müssen in Kimcons Kopf gelangen. Sie sagen, sie versucht, ihnen einen Fluch anzuhängen? Ja, meinem Bruder und mir. Interessant. Nun, sie bringen beide nur Ärger. Sie alle. Sie versuchen nicht vielleicht, uns einen Streich zu spielen, oder? Wir treffen uns auf dem Trainingsgelände. Ich sorge dafür, dass sie bekommen, was sie brauchen. Wir müssen Rita Kimcon auch dorthin locken, oder nicht? Überlassen Sie das mir. Trainingsgelände. Seien Sie pünktlich. Alles klar, Leute. Uiuiuiuiuiui. Rita Kimcon einen Streich spielen. Der Plan ist vorbereitet. Wir sollten uns demnächst auf dem Trainingsgelände treffen. Ja, meine Stimme verkackt immer mehr. Hust. Ja.
So, Leute. Dafür müssen wir allerdings nochmal Edelsteine ausgeben. Und ihr seht ja schon an meiner Menge, das könnten wir uns zwar leisten, aber dann hätten wir sehr wahrscheinlich keine Energiepunkte mehr dafür. Und wir gucken jetzt nochmal genau auf die Liste. Das wäre Aufgabe 3 von 4. Das heißt, 2 Aufgaben fehlen noch. Und wir haben nur 1 Stunde und 8 Minuten Zeit. Ich werde es jetzt so machen, dass wir erstmal die Hauptquest weitermachen. Und wir dann in der nächsten Folge die letzten beiden Eventaufgaben erledigen. Dann könnte ich mir in der Zwischenzeit nämlich nochmal welche holen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Und ich finde, das ist eine tolle Idee. Genau, deswegen gehen wir jetzt erstmal bei dir treffen. So, bei dir, ich komme ja schon. Bei dir? Bei dir, wo bist du denn? Hallo, bei dir. Ich hatte gehofft, dass Rakepeak hier sein würde. Sie hat gesagt, dass wir enthüllen werden, wer den Imperius-Fluch auf Ben und Roven angewandt hat, aber ich habe sie seit meiner Rückkehr nicht gesehen. Vielleicht sollten wir uns umsehen. Ich weiß nicht so recht, ob es richtig ist, Rakepeaks Dinge zu durchsuchen, wenn sie nicht hier ist. Sie würde unsere Sachen durchsuchen, wenn wir nicht da sind. Stimmt, lass uns suchen, lass uns sehen, was wir finden können. Ja, dann let's go, Daniel. Ja, dann suchen wir mal hier alles ab. Und ich bin auch schon sehr gespannt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, warum durchsuchen sie den Klassenraum und nicht das Büro? Der Klassenraum ist ja allgemein für die Schüler vorgesehen und wenn Rakepeak irgendwas versteckt hätte, dann wohl eher in ihrem Büro als im Klassenraum. Und das Büro ist halt da oben und ja, ist ein bisschen dumm von den beiden, aber naja, ich meine, ich spiele mich ja selber, also von daher kommt die Dagi-Dummheit halt auch dadurch, muss man ja berücksichtigen. So, wir haben es gleich geschafft. Reichen die Energiepunkte? Wir haben noch 6 Stück, ja. Dann nehmen wir nochmal die 3 hier. Ah, es reicht ganz knapp nicht, als ob... Ach, komm schon. Ja, okay, Leute, dann gönnen wir uns nochmal. So, 60 nochmal dazu. Und ja, dann nehme ich die 4 hier. Das sollte reichen. Ah, immer noch nicht ganz. Einen brauchen wir noch. Ja, da haben wir 2. Ja, aber hier auch noch einen. Sehr geil. So, damit haben wir es effizient geschafft. Kriegen nochmal Münzen, die ich nicht brauche. Einsammeln. Das Einzige, was einem Hinweis nahe kommt, ist dieser Brief von Professor Kesselbrand. Hauptsächlich schwafelt er da über Katzen. Das klingt nach ihm. Ich sollte nachsehen, vielleicht ist Rakepeak bei ihm. Wir sollten bald zusammen lernen, Daniel. Nicht für die ZAGs, sondern etwas, das Spaß macht. Du hilfst so vielen auf Hogwarts. Ich wollte wenigstens eine Gegenleistung bringen. Was soll ich dir beibringen? Wie man malt? Das Apparieren? Wie man einen Zauberspruch erfindet? Oh mein Gott, Leute, was ist das denn für eine geile Frage? Oh mein Gott. Also ich dachte ja zuerst, es geht nur darauf hinaus, dass man lernt von ihr, wie man diese magischen Bilder malt, aber... Es ist nicht nur das, es ist auch noch, wie man appariert und wie man einen Zauberspruch erfindet. Ganz ehrlich, Leute, tatsächlich, wie man einen Zauberspruch erfindet, weil diese magischen Porträts habe ich schon mal in einem Video erklärt, wie das funktioniert. Also das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Das Apparieren, das hören wir immer wieder in den Harry Potter Büchern, dass sie das lernen. Im Film sieht man ständig dieses Apparieren. Aber wie man einen Zauberspruch erfindet, wurde, glaube ich, sogar auf Pottermore nie so wirklich ja als Thema gebracht. Und ich hatte das mal in einer LBH-Folge, konnte aber da natürlich nur Mutmaßungen anstellen. Wenn das Spiel jetzt wirklich den Weg geht und uns das näher erklärt, wäre das ein neues Kanonwissen, was ich mir damit aneignen würde. Und das ist ja mein oberstes Ziel mitunter. Deswegen auf jeden Fall, wie man einen Zauberspruch erfindet. Du hast erzählt, dass du daran arbeitest, deine eigenen Zaubersprüche zu erfinden. Das würde ich gerne lernen. Toll. Ich denke oft, dass Freundschaft allen Erfindungen zugrunde liegt. Ich sag Bescheid, wenn ich meinen nächsten Zauberspruch übe. Es wird vielleicht nicht funktionieren, aber wir werden Spaß haben. Viel Glück, Daniel. Ich hoffe, du findest, wonach du gesucht hast. Und ich hoffe, dass, was auch immer du suchst, dich nicht zuerst findet. Okay, das war eine verheißungsvolle Nachricht, ey. Mit Kesselbrand treffen. Ich habe für sie Zeit, sobald ich den jüngsten Vorfall in meinem, mit einem Manticore geregelt habe. Ja, das ist doch toll. Jetzt habe ich das Problem, dass beides Edelsteine kostet und ich nicht mehr genug habe. Ja, dann gucke ich mal eben, ob ich mir welche gönnen kann. So, was gönne ich mir denn, Leute? Wie viele brauchen wir? Ja, ich hole mir, glaube ich, direkt ein größeres Paket. So.
So, Leute, und damit sind wir jetzt wieder mit ein paar Edelsteinen ausgestattet. Und ich würde sagen, machen wir dann mal weiter mit der Hauptquest, weil, ja, oder sollen wir die Nebenquest fertig machen? Nee, ich mach die Nebenquest fertig, Leute. Los geht's! Ich bin auf dem Trainingsgelände und Rita Kimcorn ebenfalls. Kommen Sie schnell her! Okay, Filch, ich bin schon auf dem Weg. Okay, da hinten ist Filch und Rita Kimcorn. Und wir drei stehen hier. Ich bin gespannt, Leute. Mr. Filch, ich war angenehm überrascht, von Ihnen zu hören. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie recherchieren, Daniel... Hä? Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie recherchieren, Daniel Granger? Boah, Hogwarts Mystery, ehrlich, ey, das hat doch echt keinen Sinn mehr mit dir. Lern Deutsch, bitte. Er und seinen sich ständig einmischenden Freunde machen hier jede Menge Ärger. Ich beteilige mich gern an allem, das Hogwarts von ihnen befreit. Und ich bin besonders an jedweden Informationen interessiert, die ich über Daniel Granger bekommen kann. Ich würde gerne hören, was Sie bislang haben, dass Daniel Granger mit der Fluchsträhne in Verbindung bringt, die an Hogwarts herrscht. Ja, das war irgendwie auch falsch, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Meine Güte, ist Filch nicht genial? Rita wird keinen Verdacht schöpfen. Genau, Filch hat jeden Grund, uns zu hassen. Wir quälen ihn mit unseren Streichen. Das muss Filch gemeint haben, als er sagte, wir müssen in Ritas Kopf gelangen. Er überzeugt sie, dass er gegen uns auf ihrer Seite steht. Obwohl er auch in unsere Köpfe gelangen könnte, um es uns heimzuzahlen. Was, wenn er eigentlich Rita hilft? Was meinst du, Daniel? Trickst Filch uns aus oder Rita? Filch trickst uns aus, Filch trickst Rita aus. Ich hoffe einfach, er trickst Rita aus. Ich glaube, Filch hilft uns, um Rita von Hogwarts zu vertreiben. Sie macht jedes Mal Ärger, wenn sie herkommt. Filch will Rita bestimmt auch nicht hier haben. Vielleicht mag uns Filch hinter seiner harten Schale vielleicht... Was? Vielleicht mag uns Filch hinter seiner harten Schale vielleicht sogar. Ja, zweimal vielleicht. Auch nicht schlecht. Immerhin hat er uns diese riesige, stinkende Schachtel gegeben. Ich bezweifle sehr, dass Filch uns mag. Aber er sagte, wenn alles andere nicht hilft, können wir den Inhalt benutzen. Nun ja, vergessen wir Filchs geheimnisvolle Schachtel mal für einen Moment und machen unsere fangzähnigen Frisbees bereit. Bereit zum Werfen. Oh yeah. Diese schiere Anzahl an Flüchen an Hogwarts macht Ihnen doch sicher zusätzliche Arbeit, Mr. Filch. Noch mehr Chaos, das es aufzuräumen gilt. Ist Daniel Granger immer in der Nähe, wenn es Ärger gibt? Alright. Ja. Aber manche sagen auch, dass der Ärger auch ihnen folgt. Sie deuten doch nicht etwa an, dass ich verflucht sein könnte. Nö, gar nicht. Oh je, jetzt wird sie wieder angegriffen, die Gute. Sie ist ein bisschen getriggert. Was soll das alles? Daniel Granger ist nicht hier. Vielleicht haben sie ja etwas mit den Flüchen zu tun. Das ist doch absurd. Fangzähnige Frisbees bekommt man in jedem Scherzartikelladen. Das ist doch ein Kinderstreich. Schnell, erzählen Sie mir was Schlimmes über Daniel Granger. Darum sind wir doch hier. Nicht ich, sondern die Granger-Geschwister haben die Schule in dieses Chaos gestürzt. Es funktioniert nicht. Aber wir zermürben Rita. Was muss diese Hexe denn noch alles an den Kopf fliegen, damit sie aufgibt? Es ist Zeit, Filch Schachtel zu öffnen. Schauen wir, was drin ist. Es könnte unsere einzige Hoffnung sein. Okay, Leute, dann gucken wir mal rein. Oh, let's go. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt, weil die Kiste ist unnormal groß und scheint einiges zu bergen, in sich zu bergen. Das ist äußerst interessant, muss ich gestehen. Ja, aber das hier ist ja jetzt die vorletzte Aufgabe, glaube ich, ne? Und das heißt, danach kommt noch eine Aufgabe und ich glaube, das wird eine 8-Stunden-Aufgabe sein, weil solche Nebenevents meistens mit einer 8-Stunden-Aufgabe enden. Aber wir geben unser Bestes, dass wir das jetzt mal durchhauen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, das ganze Nebenevent in 5 Stunden abzuhandeln. Also für euch zur Info, ich produziere ja vor und heute habe ich wirklich von morgens bis jetzt abends, ist dunkel draußen, saß ich am Computer und habe hier die Folgen aufgenommen, damit ich dieses Nebenevent noch hinbekomme.
Ich hoffe, euch gefällt das und ihr wertschätzt das ein bisschen, aber ihr tut das ja eh mit eurer Anwesenheit, aber ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr bemüht, meinem Versprechen da treu zu bleiben. So, jetzt kaufen wir uns nochmal ein kleines Paket. So. Und haben es geschafft. So, und dafür kriegen wir nochmal Münzen. Dankeschön. Meint ihr, von all unseren Ideen ist eine Stinkbombe über die Mauer auf Rita zu schieben wirklich die beste? Hm. Nun ja, das werden wir ja gleich sehen. 3, 2, 1, schieb! Oh Gott. Oh mein Gott. Nein! Eine solche Stinkbombe geht über jeden Kinderstreich hinaus. Oh, das riecht wie faulige Eier und saure Milch in dreckiger Unterwäsche. Es reicht, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss weg von dem Gestank und von Hogwarts. Das ist selbst diese Story nicht wert. Was war das? Wo ist Rita Kimcorn hin? Rita kann nicht appariert haben, das geht an Hogwarts nicht. Mrs. Norris, kommen Sie zurück. Diese Katze jagt hier draußen dauernd Käfer. Oh nein, Rita wird jetzt von Mrs. Norris attackiert. Wie lustig ist das denn? Ein Käfer? Ich glaube, ich weiß, Rita Kimcorn geflohen ist. Egal, Rita ist weg. Dank Ihnen, Mr. Filch. In dieser Schachtel befand sich jede Stinkbombe, die ich jemals konfisziert habe. In einer einzigen. Rita hat gesagt, sie habe einen guten Riecher. Das haben sie mir vorhin gesagt. Das haben sie mir vorhin gesagt. So wusste ich, was zu tun war. Danke für Ihre Hilfe, Mr. Filch. Ich wusste, dass Sie sich für uns einsetzen würden. Das erzählen Sie keinem. Ich habe es nicht für Sie getan. Mensch, einfach. So ist er wieder der gleiche alte Filch. Ja. Diese Stinkbombe hat mein Zimmer voll gestunken. Mrs. Norris hat ebenfalls eine empfindliche Nase. Miau. Warum haben Sie uns all die Jahre nie gesagt, dass Sie auf einem der größten Streiche überhaupt gesessen haben? Sie haben nie gefragt. Wenn wir gewusst hätten, dass Sie uns es heimzahlen können, hätte es uns vielleicht manchmal davon abgeschreckt, Ihnen einen Streich zu spielen. Sie wissen ja nicht, was ich Ihnen noch alles nicht erzählt habe. Passen Sie besser auf. Irgendwie mag ich gerade Filch. Wir haben es geschafft, Rita Kimcorn ist weg. Und mit ihr die Bedrohung, die von ihrem Artikel für Jacob und mich ausging. Oh. Milton Bims wird davon sicher hören wollen. Ohne ihn wären wir nie auf diese Idee gekommen, Filch anzusprechen. Gehen wir zu Zonko und feiern. Da wünsche ich mir doch fast, ich hätte zu dem Anlass einen gescheiten Hut. Hm? Einen gescheiten Hut? Was soll das denn heißen? Oh, das war nur etwas Komisches, das Peeves zu mir gesagt hat. Gehen wir. Yeah, Leute, wir haben's fast geschafft. Wir haben's wirklich fast geschafft. Bei Zonko besprechen. Komm sofort zu Zonko. Ich habe eine Überraschung für dich, um deinen Weltklasse-Streich zu feiern. Ja, Leute, das Event geht jetzt noch insgesamt 54 Minuten, also ganz, ganz knapp. Und jetzt machen wir die letzte Aufgabe. Let's go. So, hineinspaziert und mit Zonko besprechen. So, was, wenn ich Schluck auf Drops und Rülpspulver kombiniere? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Probier es gerne mal aus. Und du da? Ich habe kein Geld mehr, aber ich kann mich ja trotzdem mal umsehen. Ja, ich wünsche dir Spaß. Ganz viel Spaß. So, wer ist da hinten? Manchmal komme ich hier rein, um nur um Milton Bims Schnauzbart zu sehen. Ja, du bist gestört. Hallo, Milton Bims. Und du sagst, Filch hatte eine geheime, gewaltige Stinkbombe? Die ganze Zeit schon? Hergestellt aus den zahllosen Stinkbomben, die er im Laufe der Jahre von Schülern konfisziert hat. Schwer zu glauben, aber wahr. Wer hätte gedacht, dass Filch Stinkbombe dieser furchtbaren Rita Kimcorn den Garaus machen würde? Filch anscheinend. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum Filch sie benutzt hat, um uns zu helfen. Manchmal überraschen einen die Leute. Ich glaube, er fühlte sich ausgeschlossen.
Filch ist in Ordnung. Ja, manchmal überraschen einen die Leute. Denkt immer dran, selbst Menschen, von denen man glaubt, man kenne sie gut, können einen noch überraschen. Stimmt, genau. Ich wünschte, ich hätte das gesagt. Betonung, Daniel, bitte. Das haben sie vorhin. Ich kann kaum glauben, dass ein rostiger alter Fuchs wie Filch einen solchen Sinn für Unfug hat. Stell dir mal vor, was Pieps davon halten wird, wenn er erfährt, dass Filch an einem Streich beteiligt war. Filch muss immer das Chaos aufräumen, das Pieps hinterlässt. Das ist alles recht geheimnisvoll und toll, aber jetzt ergibt es Sinn. Was ergibt Sinn? Deine Heldentaten haben sich herumgesprochen. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich, Daniel. Sieh dich ruhig ein wenig um, während ich es hole. Ja, wenn das jetzt eine 8-Stunden-Aufgabe ist... Es ist eine 8-Stunden-Aufgabe, es war so klar, Leute. Let's go. Ja, wie vorhin schon gesagt, jedes Nebenevent endet mit einer 8-Stunden-Aufgabe, damit man nochmal richtig schön die Energie flöten lassen kann. Aber naja, dafür haben wir uns ja extra nochmal ein paar Edelsteine gekauft und ziehen das jetzt auch durch, weil dann habe ich dieses Nebenevent tatsächlich gemeistert. Und ja, das ist ja mein... Dann habe ich mein Versprechen gehalten, Leute. Ich bin gerade richtig glücklich, dass ich das geschafft habe. Vor allem, wir hätten ja nicht mal mehr als eine Stunde Zeit dafür. Es ist wirklich kurz vor knapp. Wir müssen die jetzt wirklich schnell durchhämmern. Und ich habe heute Morgen echt nicht gedacht, dass ich das noch mache. Ich dachte eigentlich, dass ich abbreche, also diesen Nebenquest abbreche und einfach mit der Hauptquest weitermache. Aber wow, es klappt. Es hat geklappt. Wir haben es geschafft, Leute. Also das ist ja jetzt hier hoffentlich wirklich die letzte Aufgabe. So, noch ein Paket müssen wir uns gönnen. So, und jetzt geht's weiter im Text. So, sinieren, was auch immer das bedeutet. Schütteln. Ey, Bilton Bins, warum brauchen Sie so lange was zu holen? Ich weiß sowieso schon, was es ist. Ja, wisst ihr es auch, Leute? Ich glaube, die Schlauen unter euch werden jetzt schon selber drauf kommen. Oder die Leute, die das selber gespielt haben, natürlich auch. So, nochmal das... So, und jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Ja, 4 Stück müssten noch gehen. So. Ja, und jetzt 1 oder 2. Ja, die 2 sollten gehen. So. Und wir haben es geschafft, Leute. Hallo? Spiel? Spiel, wir waren echt zackig. Mach hinne. Yeah! Zu Ehren der hervorragendsten Streiche von Daniel Granger überreiche ich eine Narrenkappe. Sie ist vorhin wie aus dem Nichts aufgetaucht. Wow, das ist ein Geschenk von Peeves. Ein gescheiter Hut. Damit hat Peeves bestimmt was zu tun. Ich hatte das Gefühl, die war für dich bestimmt. Der Hut eines Poltergeistes hat Seltenheitswert. Aber das Beste ist, du musst nicht tot sein, um ihn zu tragen. Ich glaube nicht. Ich sollte wahrscheinlich nachfragen. Danke, Bilton. Danke, lieber Peeves. Du wirst mit der Narrenkappe an Hogwarts echt Eindruck schinden. Ja, ich schenke sie Rowan, glaube ich. Ja, dass Peeves deine Streiche anerkennt, hat schon einiges zu sagen. Ohne euch beide hätte ich es nicht geschafft. Es bedeutet mir viel, dass ihr euren Streichwettbewerb habt ausfallen lassen, um mir Nachhilfe zu geben. Das erinnert mich daran, was ich als Preis für euren Streichwettbewerb vorschlagen wollte. Eine Riesenstinkbombe für Duelle. Da du ja bewiesen hast, dass du ein Meister im Streichespielen bist, sollte dieser Preis an dich gehen, Daniel. Stimmt, herzlichen Glückwunsch, Daniel. Ja, unter unseren Fittichen bist du zu dem besten Streichespieler geworden. Eine Narrenkappe und eine neue Stinkbombenattacke als Überraschung? Warum habe ich nicht früher schon was angestellt? Naja, du musst ja jetzt nicht aufhören. Tonks und ich werden das sicherlich nicht. Nur werden wir jetzt versuchen müssen, den besten Streichespieler in Hogwarts zu übertreffen. Daniel Granger. Ja, Leute, ich bin der größte Streichespieler der Welt. Große Schelme abgeschlossen und wir kriegen eine Narrenkappe dafür. Dankeschön. So, und wir haben wohl noch irgendwie eine Stinkbombenattacke gelernt. Was soll immer das bedeuten soll, also habe ich jetzt wirklich eine neue Attacke? Werden wir ja demnächst rausfinden, Leute, auf jeden Fall. So, ja, bleibt uns nichts mehr zu machen. Wir haben die Aufgabe tatsächlich geschafft.
Hier gibt es, glaube ich, auch nichts mehr zu machen. Nee, Leute, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, die Folge, diese überlange Folge, hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo unten auf meinem Logo. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Ich kann nicht mehr reden, Leute, ich habe zu lange aufgenommen. Tschüss!